Kennst du das nicht auch, wenn du den ganzen Tag vor dem PC sitzt, von einem Meeting ins andere hetzt und nach Energie ringst? Jetzt greifen wir doch gerne mal zu was Süßem. Aber das sind die Kalorienbomben des Alltags. Denn diese enthalten viele versteckte Fette und Industriezucker. Und die lassen erstmal den Blutzuckerspiegel in die Höhe schießen, aber genauso schnell fällt dieser auch wieder ab. Und die Konsequenz daraus? Wir fühlen uns müde und schlapp. Und aus dem Grund habe ich dir heute 4 verschiedene Snack-Alternativen mitgebracht. Snack 1, Gemüsesticks. Gemüsesticks kannst du ganz einfach zu Hause vorbereiten und mit zur Arbeit nehmen. Such dir Gemüsesorten aus, die du gerne magst. Zum Beispiel Karotten, Paprika, Staudensellerie und Gurken. Als Proteinquelle gibst du dazu eine Portion Hüttenkäse als Dip. Snack 2, Obst. Steht dir der Sinn? Nach einem süßen Snack ist Obst der gesündeste Ersatz für eine Süßigkeit. Die natürliche Süße vieler Früchte ist deutlich gesünder als zugesetzter Zucker. Zwar enthält Obst ziemlich viel Fruchtzucker, doch dieser ist zusammen mit Nährstoffen und Ballaststoffen in der ganzen Frucht gebunden. Dadurch kann er von uns besser verwertet werden. Wir empfehlen alle Beerenfrüchte wie Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren und grüne Äpfel. Snack 3, Nüsse. Auch Nüsse und Kerne sind echte, unverarbeitete Lebensmittel. Im Vergleich zum Obst enthalten sie kaum Zucker, dafür aber umso mehr Fett. Deshalb sind Nüsse so energiehaltig. Daher setzt die Sättigung erst spät ein, dann aber richtig. Eine Handvoll Nüsse sollte als Snack zwischendurch völlig reichen. Wir empfehlen zum Beispiel Mandeln oder Cashewnüsse. Snack 4. Gesunder, selbstgemachter Riegel. Hier empfehlen wir die selbstgemachte Riegelvariante. Im Gegensatz zu den zuckerreichen Riegeln aus den Supermärkten. Und hier ein Rezept. Mit zum Beispiel Haferflocken, Honig- oder Agavendicksaft, Nüssen und wahlweise Trockenfrüchten. Aber mit das Wichtigste ist vor allem, dass ihr den Tag über genügend Wasser trinkt. Und warum das so wichtig ist, das zeigen wir euch nächste Woche Donnerstag um 19 Uhr. Also schaltet wieder ein.